Hallo ihr Lieben, herzlich willkommen zu einem neuen Video, zu einem neuen Interview hier auf diesem Kanal. Ich freue mich heute wieder ganz besonders, die Susanne Lorey bei mir sitzen zu haben. Hallo liebe Susanne, schön, dass du da bist. Ja, ich grüße dich auch sehr gerne. Seit dem letzten Mal, da wo wir das letzte Video gemacht haben, hast du ja sehr viele positive Kommentare gekriegt. Also es muss eine große Ehre, dass ich heute wieder erscheinen darf. Ne? Ja, freue mich auch sehr. Und Susanne, du hast ja selber auch einen YouTube-Kanal, Lorey Training. Verlinke ich auch gleich oben in den Infokarten. Du bist auch auf Telegram und Facebook aktiv und ich kann immer nur, du machst ja immer sonntags vor allem deine Videos, die sind regelmäßig, kann ich auf alle Fälle empfehlen. Immer sehr nah am, ja, am Puls der Zeit mit wichtigen Themen, was eben Empathen und Hochsensible betrifft, auch toxische, narzisstische Strukturen. Also schaut auf alle Fälle immer sonntags bei der Susanne vorbei, da gibt es auch immer so als Highlight ein schönes Gedicht am Ende. Das mag ich immer besonders. Ja, ich versuche die immer so ein bisschen thematisch dazu zu basteln, dass das nochmal auf einer anderen Ebene einem klarer wird, ne? In einem Bild. Ja. Und dadurch kann man die Information einfach viel besser verdauen und auch Lernprozesse ansteuern dadurch. Ne? Es gelingt dir immer sehr gut, das Feedback und also die Kommentare, das ist immer phänomenal, was du da so an positivem Feedback bekommst. Und heute habe ich mir ein besonderes Thema ausgesucht mit der Susanne. Du hast auch schon Videos dazu gemacht, Gaslighting. Ja. Und da werden jetzt manche denken, was ist das jetzt? Also ich wollte mal, so der Einstieg, ich habe vor vielen Jahren mal einen Film gesehen, da gibt es einen Film, der heißt auch Gaslighting, ein englisch-amerikanischer Film mit Ingrid Bergman. Und da geht es darum, dass ein Mann seine Frau verwirren will, um an sein Erbe zu kommen. Also jetzt mal ganz grob die Geschichte vom Film. Und meine erste Frage, Susanne, kannst du bitte meinen Zuschauern erklären, was ist eigentlich Gaslighting? Wie kann man das so... Naja, es ist ein Prozess, Silke, wo jemand versucht, durch einen Prozess, also das ist nicht eine einmalige Handlung, sondern das ist ein Prozess, wo ich den anderen durch Verwirrung, also das können wir ja nachher mal drüber reden, durch Lüge, Betrug, Täuschung, Umdrehungen, ja, den anderen in solche Wahrnehmungsverzerrungen kriege, dass der andere sich selbst nicht mehr vertraut, also er hinterfragt seine eigenen Wahrnehmung und ist irgendwann, weil das ist ein ziemlich schneller, zügiger Prozess, irgendwann dann auch anfängt, sich so zu hinterfragen, dass er nicht mehr in der Lage ist, eigene Entscheidungen zu treffen. Also das ist ein hochmanipulatives Vorgehen, wenn ich über einen repetierenden Prozess, also über Wiederholung, den anderen so mürben will, ja, dass der Verwirrungszustand so stark wird, dass er absolut manipulierbar wird. Ich kann den führen, wie sage ich immer in meinen Videos, wie am Nasenring den Ochsen durch die Arena. Ja? Und es führt dann meistens auch in hochdestruktive Zustände, also schwere Angst-, Panikstörungen oder dass die Leute dann auch Vermeidungsverhalten aufweisen. Ne? Das heißt, die gehen dann gar nicht mehr in irgendwelche Situationen, weil sie sagen, oh, da mache ich ja vielleicht einen Fehler oder dann kriegt der andere wieder mit, dass ich irre bin oder dass ich das nicht mehr raffen kann. Ja? Mhm. Also das sind bewusst gesteuerte Prozesse. Da können wir ja nachher auch darüber reden, was das für Gründe hat, warum der andere das versucht beim anderen. Die zu einer Destruktion führen, so kann man sagen, ja. Also ich hatte das auch mal so ganz leicht in meinem Umfeld, dass jemand das mit mir gemacht hat, aber nur ganz leicht, das hatte ich auch schon mal erzählt, war jetzt nicht, die Person war jetzt nicht ständig so, aber in gewissen Themen, wo ich immer, da habe ich echt schon gedacht, hä, was? Ich habe echt an mir gezweifelt oder habe gedacht, hä, rede ich jetzt mit einer anderen Person? Sind das zwei Personen in einer? Wieso erzählt ihr einmal das und einmal das? Also das, ich habe dann schon gemerkt, dass mich das echt so ins Grübeln gebracht hat. Also das war aber nur eine ganz leichte Form davon und das ist jetzt schon lange nicht mehr aufgetreten bei der Person. Kannst du dich noch erinnern, was der dann gemacht hat, wenn du sagst, du bist da getorkelt, da gab es zwei Wahrheiten? Oder das waren so gewisse Absprachen, wo ich immer dachte, hä, wir haben das doch ganz anders ausgemacht. Also das war so eine Sache, wo ich sage, hä? Wo ich dann sage, ich muss irgendwie mal so Gespräche mitschneiden oder so. Und das war am Anfang so, aber ich war mir dann, weil das ist ja nicht so oft aufgetreten, aber ich war mir dann so ganz sicher, weil ich mir das auch aufgeschrieben habe, nee, also das kann nicht sein. So, ich kann mir das aber selber nicht erklären, was da dahinter steckte. Ne? Also, aber das habe ich ja schon... Du hast was Gutes gemacht, Silke. Du hast da scheinbar schon intuitiv
die Sachen aufgeschrieben, ja. weil der Verwirrungsprozess, der geht ja, schreitet ja sukzessive voran. Ja? Und wenn du dann mal an einem neuralgischen Punkt bist, dann fängst du an, dich zu hinterfragen. Wenn du aber das schwarz auf weiß schon mal hast, ja, und sagst, da, doch, das hat er doch gesagt, oder da habe ich doch das und das behauptet, ja, dann kannst du die Spur nachverfolgen und dich einigermaßen wieder in dein Ratio, in dein kognitives Denken zurückbringen. Ne? Also hast du schon mal gut intuitiv gemacht in dem Fall. Ja, genau, und das hat dann auch irgendwann aufgehört. So, das war dann irgendwann, es war wirklich nur eine ganz, also ganz leichte Form, wenn überhaupt. Ne? Aber das ist so nachvollziehbar. Die gibt es ganz klein, was du jetzt erlebt hast. Die gibt es aber auch schon toxisch in familiären Umständen, in Partnerschaften. Ja? Und diese Verwirrungszustände, du hast ja jetzt gerade gut beschrieben, das sind oft, dass du das, was hinterfragt wird. Ja? Dass zum Beispiel der behauptet, ja, das hast du aber so gesagt. Und du sagst, nee, das habe ich nicht behauptet. Oder dass du sagst, ja, du hast doch da neulich das und das erzählt. Und er sagt, nee, kann gar nicht sein, hast du falsch interpretiert, hörst schon wieder das Gras wachsen, ja, also, ja, unterstell mir bitte keine solchen Sachen. Also der bringt dich vollkommen in den inneren Dialog, dass du da irgendwann dran verzweifelst, ne? Was sind denn so typische Anzeichen für so Gaslighting-Prozesse? Kannst du da mal so ein paar Beispiele nennen, wo man dann sagt, ach, da muss man, sollte man so aufpassen, so? Also wenn du das Gefühl hast, da kommen irgendwelche Falschinformationen, Dinge, wo du einfach vom Bauchgefühl schon merkst, es kann Lüge sein, da ist eine Täuschung, da ist eine List, er füttert mich mit irgendwelchen Informationen, die für mich nicht, also sich nicht stimmig anhören. Ja, es gibt dann aber auch die krasseren Fälle, dass du merkst, also wie bei dir jetzt, dass das gedreht wird, dass du immer sagst, der sagt ja gerade das Gegenteil von dem, was meine Wahrnehmung war, ja. Du merkst es aber auch an so Sachen, wenn, lass mich mal überlegen, wenn du zum Beispiel oft das Gefühl hast, du wirst zum Täter gemacht, ja, also diese Täter-Opfer-Umkehr. Ja? Der andere stellt sich als Opfer dar und sagt, ja, du warst böse, wenn du das und das nicht gesagt hättest, dann hätten wir jetzt diesen Zustand nicht. Also diese Drehung, dass du immer das Gefühl hast, nach einem Gespräch, ja, was jetzt? Habe ich jetzt was falsch gemacht? Ja? Also das sind so, man muss sich das halt vorstellen, das sind immer diese kleinen Perlen, die aneinander kommen. Das ist nicht einmal, wo du dann so erschüttert bist und sagst, oh, ich bin falsch dran, ich bin verwirrt, sondern das ist diese Kontinuität. Und dann wird es ja auch immer stärker, dann kommen einfach mal so beiläufig so Sätzchen wie, ja, du hörst das Gras wachsen oder was du dir mal alles einbildest oder also, Schatz, du solltest mal psychiatrische Hilfe in Anspruch nehmen, ja, lass dir doch mal ein bisschen helfen. Also immer so unter dem Deckmantel des, ich meine es ja nur gut mit dir, ne? So schleichend, ne? Schleichend und dann später, ich meine das Ende vom Lied, dann heißt es eben, du gehörst in die Klapse, du Irre, ja, du Geisteskranker oder, ja? Also wo es dann auch richtig massiv wird. Und ich glaube, das hattest du auch schon mal in einem Video erwähnt, wenn es ganz schlimm kommt, können solche Personen auch noch Familie und Freunde mit involvieren, dass die da auch mitmachen. Richtig, also unbewusst, glaube ich. Ne? Genau, richtig erinnert. Ja. Das ist leider, also ich will jetzt nicht bösartig werden, aber oft haben wir bei solchen Gestalten mit sehr feigen Leuten zu tun. Die sind feige, also in einer Einzelkonstellation, in einem Erwachsenengespräch, wo man sich austauscht, Kompromisse sucht, Lösungen sucht, findest du die eigentlich nie. Und die versuchen dann immer entweder so kleine Helferlein sich zu suchen, also im Fachjargon sagt man immer, das sind diese Flying Monkeys, die Zuhelfer, und die schicken die oft dann los, ja, um dir den Eindruck zu geben, ja, die denken da drüben ja alle ähnlich, also muss ich als Isolierter, muss ich ja auf dem falschen Dampfer hocken, ja? Das hast du oft in Mobbingprozessen, also auch in Unternehmen oder wenn du jetzt auch da mal im Großen guckst, was in unserem Land passiert, gibt es bestimmte
Abspaltungen, die als total dusselig, blöd, falsch denkend hingestellt werden. Und dann hast du den großen Prozess, dass hier was erweitert wird, dass man sagt, ja, schau an, die meisten behaupten, sehen das aber so und so und guck doch mal in den Medien, jeder sagt das Gleiche, du da drüben, du bist irgendwo ein bisschen falsch in der Leitung und hinterfrag dich doch mal bitte. Ja. Ja. Und dadurch wird er immer isolierter und ist ja klar, irgendwann kommt dann der Punkt und sagt, oh Gott, ja, stimmt ja eigentlich, da sind 1000% sind dafür und ich bin vielleicht 1 oder 2%, ne, oder mit ein paar einzelnen Hampeln, die da ähnlich denken, wir sind die Minderheit und dann gibst du irgendwann auf und sagst, ich resigniere, ne? Ja. Ja, was die Medien, weil du die Medien angesprochen hast, das fällt ja sowieso auf, bei gewissen Themen sind die sowieso alle gleichgeschaltet. Da gibt es überhaupt keine da gibt es überhaupt keine Differenzierungen in den Medien, ob das die, also in den Mainstream-Medien, ob das die Fernsehen, TV ist oder Zeitungen. Also bei gewissen Ideologien, sage ich mal, bei gewissen Themen sind alle gleichgeschaltet. Und die, die eben anders denken, die sagen, Moment mal, also wenn ich jetzt mit meiner Moral, mit meiner Ethik, mit meinem Gewissen daran gehe, dann komme ich aber zu einem ganz anderen Schluss. Es wird ja durch die Medien auch aufgezeigt, wie du zu denken und zu fühlen hast. Und dann gibt es immer solche Pseudo-Umfragen, die zeigen, also wenn du hier nicht so denkst wie die Masse, dann bist du ja asozial, sage ich mal so. Ne? Das wird ja auch so oft teilweise benannt. Also was ich da manche Herrschaften da in diesen politischen Institutionen erlauben, auch an Ausdrücken oder an Bezeichnungen, das ist ja schon nicht mehr, eigentlich fast nicht mehr tragbar. Ja. Ja, das hat mit lauter oder ethisch überhaupt nichts mehr zu tun. Ja, also, Susanne, wir beschäftigen uns ja schon tiefer mit dem, was uns so umgibt, mit den Strukturen. Man kann einfach nur noch den Kopf schütteln. Ne? In welchen Strukturen wir einfach leben, von welchem, was das für Art von Menschen sind, die uns hier was dirigieren, die uns hier irgendwas vorgeben. Ja? Das ist genau das Gegenteil von dem, was es sein soll in einem, sag ich mal, in einem normalen Land mit einer gewissen Bevölkerung. Ne? Dann stellt man sich ja vor, Silke, das ist ja eigentlich genau das, was erreicht werden soll. Verwirrung. Schau mal, du merkst es, ich merke es. Draußen die Leute, guck sie dir an, die sind ja auch irgendwie nur noch Verwirrungstäter. Das ist ja genau erreicht. Das ist die Form einer Gehirnwäsche. Ja? Also wer sich da ein bisschen, ich möchte es jetzt nie hier explizit hier gerade auf dem Kanal artikulieren, aber wer sich da mal ein bisschen mit Gehirnwäsche befasst oder mit MK-Ultra oder all diesen Sachen, da gibt es genug im Netz, wenn man da mal ein bisschen recherchiert, also Mind Control, ja. Es gibt leider Mechanismen, die bei jedem Hirn greifen, ja. Also diese, die da so große Töne spucken und sagen, das würde ich sofort erkennen und wenn ich dann merke, das ist destruktiv, dann gehe ich doch einfach mal aus der Beziehung, aus der Partnerschaft oder der Konstellation raus. Nee, das funktioniert nicht, weil, und da haben sich Leute ja Jahrzehnte mit Gehirnwäsche befasst oder das ist ja ganzer Forschungsbereich. Ja? Du kannst jeden abgreifen, wenn du ihn in diesen Trichter reinführst und wenn du mal in dieser Verengung drin bist, dann gibt es auch keinen Rückwärtsmarsch mehr. Und das ist das, was wir leider jetzt gerade merken, wo du sagst, sag mal, wie gibt es das? Ich habe mit meinem Nachbarn doch sonst normal reden können. Oder mit meinem Kollegen, der hat doch viel hinterfragt, der war doch eine intellektuelle helle Birne, ja. Und du sagst, ist irgendwie kein Nenner mehr. Warum ist denn der so oberflächlich? Was ist mit dem los? Warum ist denn der so verängstigt? Ja, und das ist durch dieses Dauerbespulen mit bestimmten Informationen, die ihn immer mehr in die Verwirrung bringen und ihn aus seinem Koordinatensystem der Denke, also aus dieser Verankerung rausreißen. Der schwimmt dann quasi ohne Orientierung. Und wenn jemand ohne Orientierung ist, dann kann ich den lenken. Ja. Weil du auch nochmal so jetzt angesprochen hast mit dem Intelligent und wieso kann man mit dem nicht mehr reden, was ja auch so ein bisschen auffällt so in den letzten Jahren, dass man so das Gefühl hat, die Menschen, die am längsten durch das Bildungssystem teilweise gegangen sind, bis hoch zum Professor oder Doktor, die verfallen oft zu gewissen Ideologien.
Und eher so Menschen, die so gleich nach der Schule in so ein Handwerk gelernt haben, so wirklich im Leben stehen, Handwerk, nicht irgendwie geisteswissenschaftlich arbeiten, die sind noch näher am Leben dran und da hast du das Gefühl, da ist noch mehr Vernunft oder Hinterfragen da. Also Noch das fällt mir dann auch ganz oft auf, ne? Da siehst du auch mal, was in diesen Bildungseinrichtungen, ich beschäftige mich auch schon länger damit, in welche Richtung das gegangen ist und auch, dass immer mehr, ja, jetzt so Geisteswissenschaftler gibt, die einem vorschreiben, was man zu fühlen, zu denken hat, wie das Leben zu sein hat, die gar nicht in der Praxis sind, die einfach nur immer irgendwas aufdiktieren, wie irgendwas zu sein hat, ne? Wie wir uns ändern müssen, wie wir reden, wie wir denken, wie wir fühlen. Und das ist schon, finde ich, eine sehr krasse Entwicklung in den letzten 10, 20 Jahren, ne? Es gibt immer mehr Studierte und immer weniger Handwerker. Also es gibt immer mehr, die so diese gewissen Bildungseinrichtungen durchlaufen, da auch so eine gewisse Gehirnwäsche, sage ich mal, auf Spur gebracht werden und weniger die, die im echten Leben stehen und irgendwie auch was anpacken, angreifen, so, ne? Man hat ja auch, wenn man sich so gewisse, ja, in der Politik, weil wir das vor uns hatten, das sind ja oft auch Menschen, die gar nicht nie im Leben standen, jahrzehntelang wirklich vielleicht eine Firma geführt haben, mit Menschen gearbeitet haben, sind ja oft auch irgendwie Studienabbrecher oder irgendwie, die ganze Zeit schon irgendwie in der Politik waren, die irgendwie in ihrer eigenen Blase leben, aber ja nie irgendwie so Naja, richtig schau mal, sind. Silke, das hat drei Gründe. Du hast jetzt das auch schön beschrieben mit diesem, die Leute, die ihnen noch mit der Gaia schaffen, die was tun, die haben Bodenhaftung. Ich sage immer, wenn du im gesunden Ausgleich sein willst, musst du mit den Füßen auf der Erde stehen, sage ich immer. Also du musst dich in die Erde graben und gleichzeitig aber mit dem Geist in Verbindung stehen. Also die Hände ausstrecken und die Wolken berühren können. Ja, dann hast du einen Ausgleich mit beiden Polen. Ja, wenn jetzt aber einer die Bodenhaftung verliert, jetzt sagen wir mal, der ist jetzt nur geistig orientiert in seiner Wissenschaft, ja, dann verliert der die Bodenhaftung. Ja, der verliert auch den Bezug teilweise zu den Menschen, der weiß mit den Menschen überhaupt nichts mehr anzufangen, weil er da in seiner Wolke da oben schwebt. Ja? Das ist der erste Grund. Ja? Der zweite Grund ist, dass wenn du in Strukturen reinwächst, die sehr stark Autoritäten abfordern, ja? Ich arbeite zum Beispiel hier mit Polizisten oder ich arbeite hier auch mit vielen Ärzten momentan. Und da hast du in dieser Ausbildung oder in dem Studium hast du sehr viel mit Hierarchie zu tun. Ja, da kannst du nicht einfach zum Chefarzt, da kannst du nicht aufmüpfen oder hinterfragen, sondern da musst du schön mittackeln und musst in dieser Hierarchie dich langsam hocharbeiten, wenn du so willst. Ja? Also die haben gelernt, Autoritäten uneingeschränkt zu vertrauen und zu gehorchen. Das ist der zweite Punkt. Ja? Und der dritte, der sich mir da auftut, ist, dass du natürlich Leute, die bestimmte Affinität haben, sagen wir mal ganz vorsichtig, ins Narzisstische rein, in das sie sich selber darstellen wollen oder auch psychopathische Züge rein, dass die sehr empfänglich sind für Köder. Ja, du kannst denen irgendwelche Köder geben, Benefits, irgendwas, also Ansehen, Ruhm, das ist ja auch viel bei den ganzen Schauspielern oder Künstlern teilweise, siehst du auch narzisstische Züge und die sind sehr empfänglich für Futter. Also wenn sie was versprochen kriegen, was sie dafür kriegen, dann verkaufen die ihre Seele, so wie beim Goethes Faust, ja, für Erfolg oder für Macht. Und dann kann ich die, wenn ich denen die Karotte vorhalte, kann ich die dann überall hin funktionieren oder führen, wo ich das für meine Agenda, für meine Geschichte haben will. Und es wird Ja, wirklich also diese sehr drei praktisch. Gründe, Ja. sind dafür verantwortlich. Ja, das stimmt. Wenn man sich mehr damit beschäftigt, dann fällt es einem wie Schuppen von den Augen, wie das hier alles so läuft. Ne? Wie auch von eben Schauspielern, Künstlern, wie so eine gewisse Agenda vorangetrieben wird, mit unterstützt wird. Ja, die sich auch kaufen lassen. Also ich habe viele, ich nenne jetzt hier keine Namen. Es geht hier nicht irgendwie ums Bashing von irgendwelchen Leuten. Aber wo du ganz eindeutig siehst, dass die eingekauft wurden, kriegen natürlich eine gigantische Reichweite. Das sieht man dann auch, dass urplötzlich die Zahlen, die Reichweite hochschnellt, wo du sagst, das kann kein Normalsterblicher hier auf einem Social Media Portal so erreichen, auf die Schnelle. Also die werden irgendwie gesponsert oder gepusht, haben dadurch irrsinnigen Erfolg, aber du kannst, wenn du genau guckst, verfolgen die ganz bestimmte, eine ganz bestimmte rote Linie,
ja, wo du merkst, dass es nicht wahrscheinlich so nur ins Gute reinführt. Das Gefährliche ist halt, das muss man bei diesen Gaslighting- oder Gehirnwäscheprozessen wissen, es kann nur jemand dann dich gaslighten oder Gehirnwaschen, wenn bereits ein Vertrauenskontakt vorher stattgefunden hat. Also deswegen wird am Anfang immer versucht, dass man Gemeinschaft suggeriert, Freundschaft, ich bin für dich da, ich mache viel für dich. Weißt du, das ist ja erstmal diese Plattform, wo du zulässt, dass sich der dir nähern darf. Also der kommt mit seinem Paddelboot an dein Schiff rangerudert, weil du siehst, ja, da ist ja kein Piratenkopf drauf, also lasse ich den mal an Bord kommen. Und wenn er dann an Bord ist, dann übernimmt er das Steuer. Das ist wie ein Parasit, der dich dann, gibt es ja solche komischen, ich kenne die Namen nicht, so Schnecken, die dann sogar ins Gehirn von irgendwelchen Insekten da, also diese, weißt du, Larven da hoch sich arbeiten und so eine Schnecke vollkommen kontrollieren können. Das Gehirn gewaschen, die Schnecke, die hockt sich sogar auf Blätter hoch und präsentiert sich als Leibspeise für Vögel. Warum? Weil diese Eier von diesem Parasit dadurch schön weit verbreitet werden. Also diese Schnecke macht etwas, was eigentlich hochdestruktiv ist für sie. Sie opfert sich quasi ungewollt als Leibspeise, weil der Parasit im Gehirn, ich weiß jetzt, wie gesagt, wie das Viech da heißt, aber weil dieser Parasit in die Fühler sogar reinwächst und da oben steuert, dass die möglichst mit den Fühlern wackeln und dass der Vogel ihn besser sieht. Das ist ein interessanter Vergleich. Ja, ist ganz irre. In irgendeinem Video habe ich das mal benannt, da wusste ich auch den Namen noch davon. Ne? Und so können wir uns das auch vorstellen. Also da kommen Energien. Ja, ich bin jetzt kein Esoteriker großartig, aber ich glaube an diese Energien, die dich auch mental fremd besetzen können und plötzlich dann anfangen, dieses Individuum zu steuern. Anders ist für mich das, was momentan da abgeht, für mich nicht mehr erklärbar. Da ist eine Fremdsteuerung. Ja. Naja, es gibt ja auch dieses, ich weiß nicht, ob du kennst, Gustave Le Bon, Psychologie der Massen, ja, oder Edward Bernays, Propaganda. Ja. Ja, wird das alles gut beschrieben, was wir jetzt auch. Und das Gustave Le Bon, jetzt habe ich noch. Gustave Le Bon hat das ja schon vor, oh Gott, 1890 geschrieben. Richtig, also das da wurde ja. Her. Und klar, man muss sich ein bisschen, wie er schreibt, das ist so ein ganz anderer Zeitgeist, da muss man sich erstmal so reinfühlen, aber ich kann das eigentlich immer gut so umswitchen und dann kann man sehr interessante Informationen daraus ziehen. Ich habe es erzählt. Wurden ja im Dritten Reich wurde das Buch also teilweise als Grundlage genommen für bestimmte psychologischen Manöver. Genau, also auch heute noch hörenswert, um zu wissen, wie das, was da passiert. Ich glaube, Gustave Le Bon hat sich dann noch auf die Französische Revolution bezogen, ja, wie man die Masse steuern kann, ne? Wie eine einzelne Person vielleicht doch noch mehr Moral und Gewissen hat, aber in der Masse geht es dann unter. Ne? Ja, ja. Deswegen sind es ja auch alles Massenveranstaltungen, auch wenn du jetzt mal ein bisschen politisch guckst, ohne jetzt irgendwo eine Stellung zu beziehen. Aber du siehst immer, dass wenn hier marketingtechnisch was bewegt werden soll, sind immer große Massenbewegungen, die ins Bild kommen, ja, oder Demos für irgendwas werden da auch teilweise instrumentalisiert für eine bestimmte Richtung, ja. Zum Schluss, liebe Susanne, eine ganz wichtige Frage. Wie kann man sich vor solchen Gaslighting-Prozessen schützen? Also wenn man das erkennt, was kann man tun? Vielleicht im Kleinen wie im Großen? Hast du da ein paar Tipps für meine Zuschauer? Ja, von sich selber erkennen kann man es nicht, weil der Mensch ist ja normaler, also die gesunde Veranlagung ist ja die der Empathie, des Mitgefühls, des sozialen Miteinanders. Wir sind soziale Wesen. Ja? So, das heißt, von dir selber kommst du leider nicht drauf, dass es diese dunkle Machenschaft da drüben gibt. Ja, das heißt, deswegen sind ja auch viele, auch ich und ein paar Kollegen auch, die da diese Aufklärung ein bisschen vorantreiben. Also das heißt, ich muss da genau zuhören. Was gibt es denn für Strategien? Ja? Was sind solche Leute imstande zu tun? Weil rein denkerisch wird ein empathischer Mensch das sowieso nie nachvollziehen. Also wenn wir uns damit aufhalten wollen, zu überlegen, ja, warum macht der das dann? Und ach ja, der hat bestimmt eine schlechte Kindheit gehabt, aber wenn ich den jetzt zu Tode liebe, dann kommt er aus der Liebesblase ja doch nicht mehr raus und so. Ne? Also dann wird er auch lieben. Das ist Unfug.
Ich muss das erkennen, dass es keine, weißt du, wie so wie bei der Mengenlehre, dass diese, da gibt es keine Durchschnittsmenge zwischen den Denken von den beiden, ja? Das heißt, ich kann mich 10 Jahre anstrengen und kann mich in so ein Hirn reindenken wollen. Ich werde nie kapieren, wie jemand so böse sein kann. Oder den anderen Gehirn waschen oder für seine Zwecke missbrauchen, weil Gehirnwäsche findet ja oft auch statt, weil ich den anderen ausbeuten will, weil ich den bewegungslos machen will, damit ich an dessen Ressourcen komme. Ja? Oder es gibt ja auch Kandidaten darüber, die machen das aus einem Allmachtsgefühl raus, weil ich, wenn ich psychopathisch, hochnarzisstisch bin, dann habe ich Allmachtsgefühle und will quasi Herr über Leben und Tod spielen. Ich will die anderen wie Marionetten benutzen. Ne? Verstehst du, wie Kasperl ist Theaterfiguren, die ich bespielen kann? Also ich werde es nie kapieren, also jetzt rein von der Denke her. Das heißt, ich muss mich da, also es ist halt ein bisschen Arbeit, ich mich mal da reinfuchsen, was gibt es da für Strategien, dann einen Abgleich machen, wie du es ja gemacht hast, du hast es notiert und dann zu gucken, ja, was passiert denn da drüben, was beobachte ich denn? Macht er mich rund, indem er immer wieder umdreht? Macht er, dass er mich hinterfragt? Macht er jetzt, weil er mich als irre hinstellt, derjenige, ja? Also was passiert da? Ich muss es analysieren. Die zweite Sache, was ganz wichtig ist, nie Schwäche zeigen. Weil die normalen Leute von uns, die würden jetzt hingehen, würden jetzt hinwatscheln und würden sagen, ach, lass uns doch mal reden. Ist dir das noch nicht aufgefallen, dass das vielleicht anders sein könnte? Also wir wollen kommunizieren. Und du kannst mit solchen Leuten aber nicht kommunizieren, weil sie eine bestimmte Agenda im Kopf haben, eine bestimmte Intention und keine Kompromisse mit dir schließen wollen. Also keine Einsicht haben. Also wir müssen uns die Kraft sparen, da jetzt ewig zu diskutieren, weil das wird nirgendwo hinführen. Und Schwäche zeigen ist deswegen, also rate ich ganz stark ab, weil wenn jemand da drüben merkt, dass du tortelst, dass du mürb wirst, dass du sagst, Mensch, lass uns doch mal reden, es macht mich fertig, wie du mit mir umgehst, ja? Dann wird da drüben passieren, dass er das als Verstärker erlebt. Alles, was er sieht an dir schwach, ja, ist für ihn wie eine offene Küchentür oder Haustür, wo der jetzt noch besser reinstoßen kann. Mhm. Also du gibst ihm gewissermaßen dann die Zeichen oder du zeigst ihm die Wunden, wo er noch besser und noch schneller dich plattkriegen kann. Mhm. Und der letzte Punkt, was ich jedem wirklich raten würde, Selbstwertgefühl selber aufbauen, also gucken, wo kann ich meine eigene Batterie wieder hochziehen, weil der schwächt einen ja da drüben. Und möglichst, auch jetzt gerade, jetzt, was wir so erleben in der Zeit, Ausschau halten nach den Menschen, wo du das Gefühl hast, die ticken ähnlich wie ich. Weil dann hast du wieder einen Abgleich. Selbst eine zweite Person, mit der du reden kannst und sagst, ey, siehst du das auch so? Merkst du auch, dass das einfach nur noch irre ist? Und der nickt und sagt, ja, ich habe mir zwar nie zu sagen getraut, man muss ja hier den Ball heute ein bisschen flach halten, aber dann hast du schon die erste, ein Korrektiv, wo du sagst, na, ich bin nicht alleine, schau mal an, der da drüben sagt, ich spinne und ich bin neben der Kappe, ja. Aber ich merke, es gibt auch andere, die trauen sich vielleicht nicht, sich so, die nicht so laut zu tönen. Aber ich merke, der ist ähnlich. Und je mehr du Leute hast, wo so ein bisschen, wo du merkst, aha, ich bin doch nicht allein, desto mehr stärkt dich das dann auch. Das Schlimmste ist Isolation. Wenn du dich zurückziehst und sagst, oh Gott, ich mache jetzt alle Rollos so, das ist so irre da draußen, ich möchte mich nur noch zurückziehen, ich möchte keinen Menschen mehr sehen, dann bist du natürlich auch in deiner eigenen Spule drin, wo einfach nur noch das Toxische agiert. Und wenn man mal schaut, ne, in dieser ganzen C-Zeit, wie oft da schon um Isolation, wie oft die Menschen isoliert wurden, auch gezwungenermaßen, ne, wie aufgerufen wurden, am besten zu Hause bleiben, niemanden treffen, auch was in Familien da passiert ist, in Freundschaften, das ist schon ja nicht mehr nachvollziehbar mit gesundem Menschenverstand, auch mit einer gewissen Ethik und Moral und Empathie ist es überhaupt nicht mehr nachzuvollziehen, wie das möglich sein kann, dass sich ja Freundschaften, Familien, dass da so ein Spalt durchgeht, ne? Und dass die Leute sich wirklich nicht mehr treffen, weil in den Medien einfach gewisse Dinge verbreitet werden, die gar nicht der Realität entsprechen. Jetzt scheint es ja alles ein bisschen
abzuflauen erstmal, aber es ist ja immer so ein bisschen Zuckerbrot und Peitsche. Es wird ein bisschen gelockert, dann werden die Zügel wieder angezogen. Ne? Und ein bisschen zur Hoffnung, das ist ja auch Verwirrung, Hoffnung geben. Und dann wird es wieder angezogen. Dann wieder, ja, dann resignieren die Leute wieder, dann wieder Hoffnung geben. Ja, Zuckerbrot und Peitsche, so kann man die Leute auch verwirren Ja. Weil und dadurch fixieren sie sich ja energetisieren. immer mehr auf den Täter, weißt du? Weil sie sagen, okay, zwar heute hat es kein Futter gegeben, ne? Dann muss jetzt genau aufpassen, wann kommt wieder was, wann krieg ich wieder was, ja? Also ich fokussiere mich auf den Täter und vergesse dabei meine Vernetzung im Außen. Ich bin nur noch orientiert, wann kommt wieder was, ja? Und dadurch entsteht ja, fast eine Co-Abhängigkeit auf den, der mir eigentlich nichts Gutes tut, ne? Ja. Ja, Und liebe diese Susanne. Isolation, die du ja sagst, ich meine, wenn unter den Vorzeichen des Gaslightings, der Gehirnwäsche, und du willst, dass der andere möglichst ballerballer wird, sag mir mal selber, ob du das dann als Täter forcieren würdest, dass du möglichst viele Leute zusammenbringst. So Würdest du ist nicht es. machen. Wir hatten 2 Jahre lang, über 2 Jahre lang, so Massenballerballer, ne? Also wirklich in großem Umfang, Ja, dass wirklich genau. die Massen so wirklich Ballerballer gemacht werden. Angst geschürt, ne? Energie abgezogen, Energie umgelenkt. Und mein Tipp ist auch immer in solchen schwierigen Zeiten, jetzt wird ja schon die nächste Sau durchgetrieben durch so einen Konflikt zwischen zwei Ländern. Und da sagen die Medien dir auch ganz genau, was du zu denken und zu fühlen hast und zu wem du zu halten hast. Und jeder, also ich habe gestern ein Video gesehen, da ist einer mit einer deutschen, also hatte eine Weste an, hinten eine deutsche Fahne und dann noch die andere böse Fahne, ja, und da war noch ein böser Buchstabe drauf. Und da hat die Polizei den angehalten und eine halbe Stunde festgehalten. Die wussten selber nicht so richtig, was sie mit dem machen sollten, hatten überlegt, ob sie ihm diese Weste abnehmen. Es ist doch einfach nur noch irre, sowas, ne? Der Mann Ja, hat es das mit ist Humor es. genommen, der war jetzt nicht sauer oder ärgerlich, hat gesagt, ey, guck mal, was mir gerade passiert ist. Und hat gezeigt, was er so hinten auf seiner Weste hat. Und dann denke ich mir, wie verrückt ist das? Und es gibt immer noch genügend Leute, obwohl nach 2 Jahren C sich da wieder mit reinziehen lassen und dieser nächsten Sau, die durchs Dorf getrieben wird, folgen. Aber da haben wir ja vorhin gesagt, das sind die oft, die autoritätshörig sind oder die auch vielleicht eine Erziehung genossen haben. Ich will diese Leute jetzt noch nicht mal abwatschen hier, sondern die einfach in Strukturen groß geworden sind, wo man einer Pseudo-Autorität einfach gehorcht und der auch vertrauensvoll glaubt, weil die werden es schon wissen. Wie habe ich im letzten Video gesagt, Silke? Da habe ich gesagt, schau mal, wir haben Vater, Staat, wir haben Mutter, Kirche, Alma Mater, also Universitäten, Forschung, ne? Alma Mater, Mater ist ja die Mutter, ja. Du hast immer dieses Suggerieren, da ist jemand, der navigiert für dich, der sorgt für dich. Vertrau du einfach mal, weil du bist das Kindlein in der Beziehung, du musst brav und artig sein und folgen. Aber da ist eigentlich nichts zufällig, Also es ne? ist auch Selbstverantwortung oder absolute Souveränität des Einzelnen ist nicht gewollt. Nee, aber ich sehe es trotzdem positiv, weil dieser Druck trotzdem hier Leute gebiert, die durch diesen Druck auch sagen, so jetzt, ich muss an die Oberfläche, weil ich lasse jetzt hier den Kranich sinken. Und wenn ich jetzt nicht die Wahrheit ausspreche oder auch für die guten Werte und die Ethik kämpfe, dann gibt es keine Wiederkehr mehr. Also diese Situation gebiert viele Vorangeher, viele ethisch gut denkende Menschen, Pioniere, sage ich ja immer, ja. Auf eine Art bist du ja auch ein kleiner Pionier. Schau mal, du machst so tolle Sachen mit deiner Heilkost, mit dieser Rückkehr in die Ökologie, in die Natur, in die gesunden Lebensmittel. Du bist ein Vorangeher. Da dürfen wir nicht unterschätzen. Wer hat denn früher, ich weiß nicht, wie viele Abonnenten du hast, ich glaube, weit über 60.000 oder was, wer hat denn 60.000 irgendwo erreicht? Hast du vielleicht mal einen kleinen Vortrag gehalten als Ökopille oder hast da vielleicht mal 80 Leute im Saal gehabt und dann warst du schon zufrieden, wenn du ein paar Flyer ausgeteilt hast? Ja? Du arbeitest ja in ganz anderen Größenordnungen. Und ich habe schon immer mal an Videos gesagt, eigentlich bin ich gar nicht so der Mensch, der so gern nach außen geht, also so extrovertiert. Ich bin eher introvertiert und
Ich wusste gar nicht, wie mir geschieht. Da sage ich, soll ich jetzt YouTube machen? Aber es war so eine innere Führung, ne? Ja, ich glaube, da darfst du auch drauf verlassen. Also Wie eine innere die von Führung, mir du sehen. gehst jetzt nach außen mit deinen Themen und zeigst dich. Genau, sehr interessant. Und ich habe das dann irgendwann angenommen und ja, seitdem bin ich eben schon eine ganze Weile. Genau, und trage gewisse Themen nach außen. Da kommen ja immer neue Themen dazu. Und ich freue mich auch sehr, ja, dass wir zusammengefunden haben. Und dass wir schon jetzt, das ist jetzt das dritte Video, was ich hochladen werde mit dir. Und diese Themen, ich merke auch, am Anfang in der ersten Zeit war der Fokus wirklich eher so auf Rohkost und Wildkräuter, eher so Ernährung. Und dann sind immer mehr Themen dazu gekommen. Und ich freue mich auch jetzt gerade dieses Thema mit dir, so hochsensible Empathen, toxische Strukturen. Ich finde es so wichtig, das einfach zu erkennen und auch aufzuzeigen, wie man sich da schützen kann. Bei mir auch so die emotionale Entgiftung, die Emotionen, wie man so Traumata aufarbeitet. Das ist mir, habe ich gemerkt, das ist in den letzten ein, zwei Jahren immer mehr bei mir aufgeploppt, dass das auch ein sehr wichtiges Thema ist, neben der Ernährung, neben einer gesunden Lebens- und Ernährungsweise. Darf diese Ebene nicht vergessen werden, also ganzheitlich, Körper, Geist und Seele. Ne? Ja, eben, Und das ist ja verbunden miteinander. Ja. Schau mal, ich stoße ja hier auch, dadurch, dass ich gesundheitlich ein bisschen angeschlagen bin, stoße ich ja jetzt auch auf deinen Bereich. Ja? Das Schöne ist ja, ich bin ja durch dich dann, du hast mir ja viel dabei gebracht damals auch auf der gesundheitlichen Ebene, ne? Diese Heilungsprozesse auf der Gesundheitsebene, da hast du mir viel gelernt. Und umgedreht habe ich manchmal das Gefühl, du horchst auch bei mir mal rein und sagst, oh, was sagt die Susanne jetzt wieder oder was hat sie denn jetzt wieder für Texte gepostet, wo das ja auch ein gegenseitiges Befruchten und Überlagern ist, ja. Und das ist ja diese Vernetzung auch. Ja, jeder ist ja irgendwo Spezialist, der eine ist Mediziner, der nächste ist Ernährungsexperte, der andere hat psychologisch was auf der Kiste, der andere pädagogisch, ja. Und so greift es alles ineinander über und wird zum Netz. Ja. Und so soll es ja auch sein, dass da eine Ethik sich drüber legt wie so ein Vlies, wo jeder so einen Knotenpunkt oder eine Zelle hat, ja, und da einfach Fachfrau oder Fachmann ist für das, was er gut kann und was er in diese neue Zeit oder in diesen gesellschaftlichen Rahmen reinbringen kann. Und das ist auch heutzutage so wichtig, Vernetzung. Offline wie online. Ne? Wir sind ja auch jetzt eher online vernetzt, haben uns ja noch nicht persönlich kennengelernt. Aber umso wichtiger ist auch für die Menschen die Offline-Vernetzung, also wirklich in seiner Region, in seinem Ort sich zu vernetzen mit Gleichgesinnten und sich zu stärken und auszutauschen, dass man immer merkt, man ist nicht allein, man ist nicht durchgedreht, man ist nicht ballerballer, sondern ne, es gibt noch mehr Menschen, die so denken und fühlen wie ich und die ähnliche Wahrnehmung haben wie ich, was jetzt gerade die ganzen Prozesse um uns herum angeht. Genau. Liebe Susanne, ich danke dir, dass du für uns jetzt mal dieses wichtige Thema erörtert hast oder so gewisse wichtige Impulse gegeben hast. Ich finde das wirklich ein sehr, sehr... Ja, ich hoffe mal, dass es deiner Community auch ein bisschen gefällt, weil ich meine, es ist ein ganz anderes Feld. Die wollen ja vielleicht von dir irgendwas ganz anders hören und dann kommt da die Tulla an und erzählt da über irgendwelche Psycho-Gehirnwäsche-Sachen. Ne? Also ich hoffe, dass ich trotzdem da ein bisschen beitragen konnte in deiner tollen Community, dass da vielleicht auch mal da ein kleiner Einblick in eine andere Nische gewagt werden darf. Ja? Genau, wie ich schon erwähnt habe, ne, dieses Thema wird für mich immer wichtiger und ich trage das eben auch dann nach außen, indem ich eben mit dir solche Videos mache. Und also das merkt man auch an der Resonanz, dass die Menschen das aufsaugen, dass sie sich freuen über solche Themen. Und also wenn ich ganz ehrlich war, habe ich gedacht, oh Gott, wenn ich auf deinem Kanal jetzt lande, ich da als ganz andere Art von auch Charakter, ja, du bist ein bisschen unterschiedlich von der Art. Ich dachte, ob du jetzt mit deinem Psycho-Team da überhaupt Fuß fassen kannst oder ob die nicht sagen, lass die blöde Kuh da weg, mach lieber deine anderen Themen. War ich am Anfang erst ein bisschen skeptisch, aber ich habe ja dein Video dann auf meinen Kanal auch hochgeladen, hast du sehr, sehr viel positive Kommentare gekriegt. Also du siehst, dieses Überlappende hat doch Sinn auch, ne? Und es gibt auch tatsächlich schon einige Leute, die uns beide folgen, die sich von uns. Ja, ich habe von meinen habe ich jetzt bei vielen mitgekriegt, dass die bei dir jetzt sich eingeklinkt haben und verfolgen das mit auch von dir. Ja. Und die sich freuen, dass wir zusammen was machen. Das hat mich auch sehr erstaunt. Ja, habe ich auch gelesen, diese Kommentare. Schön. Und liebe Susanne, es wird auf alle Fälle dieses Jahr noch weitere Themen geben. Ne? Dein Spektrum ist ja riesig und da werde ich mir bestimmt noch das ein oder andere Thema raussuchen, über das ich gerne mit dir hier auf meinem Kanal sprechen möchte.
Ja, jetzt an die Zuschauer. Ja, was haltet ihr von diesem Gaslighting? Seid ihr selber schon mal, habt ihr das selber schon mal erlebt? Wie seid ihr damit umgegangen? Was haltet ihr generell von diesen Themen, die wir so hier angesprochen haben? Also ich freue mich über regen Austausch und dann lasst gerne eure Gedanken, Meinungen unter diesem Video. Susanne, dir danke ich dir nochmal für deine Zeit. Also Susannes Kanal habe ich ja am Anfang verlinkt, werde ich auch nochmal unter dem Video verlinken. Schaut bei Susanne vorbei. Ich werde auch Facebook verlinken, Telegram verlinken, also auf diesen drei Plattformen. Da ist auch eine Webseite, werde ich alles verlinken. Da könnt ihr die Susanne auf alle Fälle finden und verpasst bitte nicht die Sonntagsvideos von der Susanne. Ja. Also ich bin da immer regelmäßig, ich gucke zu, du gehst ja glaube ich live, ne? Ja, ich mache immer 9.30 Uhr, ist für manche ein bisschen früh, es ist natürlich auch archiviert, also du findest die Videos auch später, aber wenn man da in diesem Live-Chat mit dabei sein will, weil da die Leute schreiben ja wie die Wilden und ja, ist immer ganz spannend, dann also um 9.30 Uhr dann auf den Kanal gehen oder ansonsten dann danach gucken auf diesen diversen Kanälen, da stelle ich es dann ein. Genau. Ich schaue es auch mal später, ich warte, bis du es auf Telegram teilst, dann teile ich es auch weiter auf meinem Telegram-Kanal. Ah, und ja, okay. Immer sonntags, Mittag, Nachmittag schaue ich das dann meistens. Ja, alles Liebe, alles Gute für die Zuschauer und wir freuen uns, ja, ich freue mich sehr, wenn wir uns dann hier wieder zusammenfinden und ein neues Thema aufarbeiten. Und ja, ganz viel Mut, Zuversicht und Kraft in diesen herausfordernden Zeiten und bis bald.